So, jetzt sind wir 52. Wir haben das Level erreicht, was wir hier für die Story brauchten. 50 war ja so angesagt. Hohoha. Das sieht gut aus. Ja, ich spiele zwar viel auf der PS4, aber im Moment Kingdom Hearts oder so. Oder Mittelerde. Darum, auf jeden Fall schön, dass du mich auch jetzt hier am PC besuchst. So. Wieder einer weg. Ja, das ist schön, das Teil. Sowas mag ich. Jetzt hör mal auf, dich zu bewegen. Nee, nee, nee. Ja, das ist gut. Tolle Waffe. Ich habe nur was knapp Munition. Ah, doch, Lila habe ich jetzt auch wieder. So, nur den Granatwerfer. Den kann ich im Moment. Da hinten liegt, glaube ich. Boah, ein Ritter. Nee, da hinten liegt kein Ritter, aber Munition. Jetzt liegt der Ritter auch dabei. Sehr schön. Mit der Maus kann man auf jeden Fall besser zielen als mit dem Controller. Das geht um einiges besser. Und hier ist wieder was zu erkunden. Aber was diesmal? Was ist jetzt hier das Besondere? Was will der Geist analysieren? Es ist immer wieder eine Frage, bis man das findet. Ich weiß jetzt nicht, wo ich denn jetzt hier hin muss. Auf jeden Fall ist der Geist voll aktiv. Okay, ich habe das Gefühl, Maxi kann das, glaube ich, kann, glaube ich, kein Deutsch. Da ist es. Von dieser Konsole aus hat eine Technikerin aus dem goldenen Zeitalter das Schiffsdock abgeriegelt und alle zukünftigen Ankünfte gesperrt. Die gesamte Archäologie wurde evakuiert. Die Technikerin hat unterschrieben. Ob sie es wohl rausgeschafft hat? Man weiß es nicht. So, da sind ein paar Ritter. Jetzt müssen wir doch wieder hier ein bisschen einiges wegräumen. Wie oft er jetzt schon sagt, ich bin halt bei der Kommandozentrale. Ne? Und wie lange wir jetzt schon nicht bei der Kommandozentrale sind, ist schon irgendwie lustig. So. Sind wir denn jetzt bald bei der Kommandozentrale? Das ist ein super Teil hier, das Scout-Gewehr. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man braucht nicht nahe an die Gegner. Und kriegt sie auch relativ schnell weggeschossen. Waren wir hier nicht eben? Hier sind wir doch rausgekommen. Sind wir wieder am gleichen Fleck. Lassen wir uns hier einmal durch die Gebäude laufen, nur damit wir wieder an den gleichen Punkt kommen. Dann kommen wir jetzt wohl zur Kommandozentrale. Neues Ziel! Sichere die Kommandozentrale. Jetzt gibt's Stress. Oh. Eieiei. Jetzt geht's aber los hier. Ui, da kommt ein Name. Jetzt können wir gleich einmal die Super benutzen. Der will sich von rechts anschleichen. Aber hat er nicht mit mir gerechnet.
Nein, meine Waffe ist leer. Also, jetzt die Super. Und los geht's. Das war's schon für ihn. Sie gehen alle gut drauf. Das war's. Sloan, Commander, erledigt. Verstanden. Zavala und ich sind auf dem Weg. Dann können wir ja jetzt mal hier aufmachen. Triff dich mit Zavala. Ich glaube, jetzt kommen wir endlich rein. Naja. Wir nähern uns der Landeplattform. Kommt hoch, damit wir euch applaudieren können. Sieht gar nicht mal so schön aus, die Kommandozentrale. Oh oh. Hier ist aber einiges eingeschlagen. Sind wir hier richtig? Nee, da. Jo. Hoch, hat sie gesagt. Hier geht's wieder runter. Mal gucken, ob wir hier richtig sind. Es sieht gut aus. Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter? Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. Okay. Nächste Aufgabe, würde ich sagen. Wieder hier auf Titan. Irgendwelche Energiegeneratoren. Hoffentlich kann ich jetzt hier mal was kaufen, irgendwas Schickes, Neues. Weil die Waffen würde ich doch gerne austauschen, die ich da habe. Also vor allen Dingen den Granatwerfer, der gefällt mir gar nicht. Springflut, stelle die Energieversorgung in der Station wieder her. Gucken wir doch mal auf die Map. Und dahin müssen wir jetzt. Auch Power Level 50, passt. Ohne Macht ist der Widerstand Zavalas an seine Grenzen gestoßen. Begib dich tiefer in die Arkologie hinein und hilf ihnen, diese Grenzen zu überwinden. Arkologie. Meint er das Arboretum hier? Arkologie. Ah ja, gut. Kann man sich ja mal angucken. Dann gehen wir mal tiefer hinein. Haben wir noch andere Ziele? Nö, sonst ist hier nur noch die Farm. Also passt erstmal. Wir machen hier weiter. Und folgen dem Pfeil auf der Minimap. Okay, wir sind noch nicht fertig. Jetzt, wo wir das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Commander Zavala hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das Taktische. Schiffsmeisterin Holiday liefert technische Unterstützung. Die Mission ist simpel. Geh rein, leg den Schalter um, verschwinde. Sloan schafft es echt, Sachen total einfach klingen zu lassen, was? Hört sich auch einfach an. Kriegen wir bestimmt hin. Einfach mal den Schalter umschalten. Tada, los geht's. Wo ist der Schalter? Ich glaube, hier müssen wir lang. Laut Minimap ist hier auf jeden Fall die richtige Gegend. Also oben der kleine Pfeil an der Map.
zeigt immer, wo man langlaufen sollte. Okay. Und da sind Gegner. Hier scheint richtig zu sein. Akolyt gegen Vandale. Jetzt bekriegen sie sich ganz schön hier. Und wieder ein bisschen was zu erkunden. Hm, wo ist denn dieses Gerät jetzt, was wir da erkunden sollen? Wie es aussieht, unten. Irgendwo hier. Da ist es. Lieferschein. Scheint, als hatte ein reger Handel mit einer Siedlung bestanden. Wow, ganz schön weit draußen. Heißt Hyperion. Okay. So, das mache ich jetzt mal kaputt. Das sieht gefährlich aus. So. Und die dritte auch. Jetzt hat er sich bewegt. Hat ihm auch nicht geholfen. Ritter erledigt. Haben wir die Gefallenen hergeführt? Nein. Diese Geier sind uns seit der Evakuierung auf den Fersen. Na. Bitte schön, eine Granate für euch. Kostenlos. Und mal wieder ein grünes Item. Auch gut. Oh, mein neuer Helm. Das wäre doch mal was. Ich glaube, bis jetzt habe ich nur einen grauen Helm. Dann hätte ich endlich mal einen schicken neuen Helm. Na. Okay. Schauen wir mal nach. 71. Wow. Das war jetzt mal wieder ein richtiger Sprung. Und 64. Ja, geht doch langsam voran. Power Level 56. Und hier können wir irgendwo was erkunden. Aber wo? Der Geist zeigt an, dass hier irgendwo was Besonderes ist. Na, ich denke mal hier. Was ist das? Auch ein Servitor. Die Gefallenen sind auf ihre Servitoren angewiesen, die sie mit einer Substanz namens Äther versorgen. Aber der hier hat keinen Äther mehr und wurde zurückgelassen. Wow. Was ist das? Das hier sieht cool aus, aber laut Minimap müssen wir ganz woanders hin. Hi Manuel, schön, dass du eingeschaltet hast. Ist das schön, wenn die Leute mich hier besuchen, dann spiele ich nicht so alleine. Finde ich immer gut. Und wenn ihr da noch Tipps habt, was man am besten für Waffen und wo man am besten Items bekommt, dann ist das immer noch besser. Naja, aber noch bin ich ja gerade mal auf Titan angekommen. Es gibt ja noch ein paar andere Planeten. Und wenn man die Abenteuer in der Abenteuerzone macht, dann ist es ja auch gar nicht so schlecht. Da kriegt man ja auch gute Belohnung. So, wo muss ich denn jetzt den Strom einschalten? Sloan, Amanda, die Schar hat alles infiziert. Holiday, wir müssen dich wieder in die Luft bringen. Wir brauchen eine Gefahrenabschätzung aus der Luft, damit alles sicher bleibt. Ja, weißt du, mein Schiff musste während der Evakuierung ordentlich einstecken. Sobald alles läuft, führen wir deine Reparaturen zuerst durch. Na, herrlich. Die Holiday freut sich und ich freue mich auch. Danke für diesen tollen Gong, Manuel. Der war so schön, hat sich richtig gut angehört. Das hat toll geklappt. Ich wusste gar nicht, dass du zu Hause so einen Gong stehen hast. Nein. Das war jetzt ein blöder Witz, aber nicht übel. Danke für den Follow. So, und jetzt kriegen wir hier wohl irgendwo mal den Strom eingeschaltet. Aha, du bist selbst am PC. Zwei Chars hast du schon, was hast du denn? Ich habe den Warlock. Und das war's bis jetzt erstmal. Könnte man dich jetzt hier eigentlich finden in dem Spiel? Also könnte ich jetzt hier irgendwo Ausrüstungsstats... Ach so, kann man sich die sofort angucken, statt immer da drauf zu gehen? Ah ja, ist auch nicht schlecht. Subscreen an, aus. Subscreen, ach, das ist der zweite Screen.
Habe ich irgendwas drin? Ich habe irgendwelche Abzeichen, die ich noch nicht benutzen kann. Oh, dann habe ich hier schon Emotes. Noch kein schöneres Schiff. Ach, das sind die Subscreens. Ah ja, man hat ja immer unten und oben. Genau. Und Freunde? Wo ging Freunde nochmal? Ich glaube hier irgendwo, ne? Beim Navigator oder so. Da, zwei Freunde online. Clan-Level. Was man alles sieht. Clan-Banner-Perks. Übersicht. Bei Übersicht müssten dann ja die Freunde sein. Ja, genau. Hier sind Freunde. Jäger und Titan. Ja, das wird ja gut zu meinem Warlock passen. Und Freunde sind online. Ja, da müsste man bestimmt über Blizzard oder so sich verbinden oder sowas. Ich wüsste nämlich jetzt nicht hier, wie ich hier Leute suchen könnte. Einladungen. Greife auf einer Liste aller Spieleinlagen Freundschaftsanfragen an. Hier steht Freunde. Aber ich kann ja gar nicht sagen, schreib Freunde an. Da stand ja nirgendwo Freund einladen oder sowas. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Wir wollen den Strom auf dem Titan einschalten. Der Wiedereinstieg ist eingeschränkt. Wenn wir jetzt sterben, sterben wir. So. Wenn die anderen sterben, ist es immer besser. So. Die Akolyten sind tot. Aber da scheinen noch ein paar Gefallene zu sein. Aber die halten auch nicht viel. Die fallen jetzt gerade hier nochmal. So. Ich fälle sie sozusagen. Jo. Ah, jetzt verstecken die sich da alle. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Dass die sich verstecken. Schön geplatzt. Hat super geklappt. Jetzt sind es nicht mehr viele. Oh, der ist gefährlich. Kannst du mir eine Freundes... Ja, wenn ich wüsste, wie du heißt oder so. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du könntest mir eine Freundesanfrage stellen, wenn du möchtest. Übers Battle.net muss man hier, ne? Oder bei... muss man das wirklich hier in dem Spiel übers Battle.net erstmal machen? Weil das ist ja von Bungie. Wird das alles über den Launcher vom Blizzard geregelt? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist hier nochmal die Übersicht. Und das hier sind meine Freunde, die vom Blizzard Launcher sind. Das weiß ich. Blizzard App, Blizzard Launcher. Aber man kann hier nirgendwo sagen, Freund einladen oder so. Das muss man... Einladungen. Greife auf die Liste aller Einladungen, die du erhalten hast. Aber man kann nirgendwo sagen, lade XY ein. Okay, Lepex. Ja gut. Ich könnte jetzt natürlich mal in den Blizzard Launcher gehen. Moment, mal ganz kurz. Auch wenn es für euch jetzt gerade ein bisschen langweilig ist. Ich will das jetzt einfach mal auch testen. Wenn ich jetzt sage, Freund hinzufügen. Lepex. Ich bin ja gerade im Spiel, ne? Müsste ja theoretisch klappen. Und dann sagt er mir hier, finde da nicht. Doch, Moment. Ne, er sagt entweder Battle. Er sagt entweder Battletech oder E-Mail-Adresse. Also nur mit dem Namen geht's nicht. Und Battletech ist halt mit der Nummer dahinter, ne? Also diese komische Nummer. Mein Battletech, den schreibe ich jetzt einfach mal in den Chat, damit ihr mich adden könnt. Ist vielleicht einfacher für euch. Garion Raute 2778. Garion Raute 2778. Bei Blizzard kann man mich gerne noch adden, weil, ja, ich habe noch Platz in der Freundesliste, würde ich sagen. Und man kann die ja jetzt so schön aufteilen, wer Freund ist und wie die heißen und so. Man kann ja jetzt viel an der Freundesliste machen. So, okay. Und wenn ihr mich jetzt anfragt, dann sind wir vielleicht irgendwann mal zusammen in Destiny in einem Abenteuer unterwegs. Oder vielleicht in World of Warcraft oder Diablo 3 oder ach, was es da so alles gibt, ne? So, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich den da weghaue. Da ist jetzt der Chef hier. Boah, jetzt reicht der mir. Wo ist er? Na komm, dann nehmen wir aber was anderes hier. Wir können die Wellenenergiekonvertierer sehen. Da Klasse. Sind sie. Leg den Schalter um und aktiviere sie. Ach, wenn das klappt. Das wäre doch viel zu einfach.
sehen auf jeden Fall cool aus. Einige der Kolben bewegen sich, aber wir sitzen immer noch im Dunkeln. Ich wusste es doch. Irgendwas lief falsch. Die Kolben klemmen. Tut mir leid, aber du musst da für mich raus und eine Übergangslösung finden. Wer hätte das gedacht? Zwei Kolben sind nicht in Ordnung. Müssen wir noch eine Runde drehen. Nee, Lepex kann man nicht eingeben. Also, wenn er danach sucht, er nicht. Das geht nicht. Entweder der Battletech mit der Nummer, wie bei mir gerade, mit der Raute und so. Oder halt deine E-Mail-Adresse. Anders geht's hier beim Blizzard nicht. Beim Blizzard Launcher nicht. Und hier ist wieder was zu erkunden. Yay. Gehst du weg? Sehr schön. Da hatten die hier eine Mine gelegt. Wie sind die denn drauf? Schön hell, die Mine. So. Irgendwo hier können wir noch was finden. Da liegen noch ganz viele andere Minen. So. Ich gehe nochmal oben gucken, was wir denn da noch verpasst haben zum Erkunden. Der Geist will irgendwas sich genauer angucken. Ich weiß nur nicht, was genau. Wir könnten ja auch so einen kleinen Blinker oder irgendwie sowas anmachen, damit man weiß, wo man denn jetzt genau E drücken muss. Kann doch jetzt nicht sein. Also irgendwo eine Etage tiefer. Wir gehen einfach mal runter. Vielleicht da hinten in der Ecke? Ach komm. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier eine halbe Stunde zu suchen. Das wäre auf jeden Fall da oben irgendwo gewesen. Ja, das war's. Haben wir eins verpasst, ist nicht so schlimm. Tut nicht weh. Aber der Perfektionist in mir ist jetzt traurig. Ich hätte gerne das Ding erkundet, was der Geist gefunden hat. Na, na. Jetzt werden wir wieder verlangsamt. Das ist meiner Waffe aber egal. Die schießt trotzdem schön. Aha, Lepex. Ja, gleich erdicht dich dann, ne? Wenn hier der Kampf mal vorbei ist. Dann müsste ich dich dann ja auch irgendwann mal hier im Spiel sehen. So. Boah, Maxi, wenn du immer weiter das Gleiche fragst, dann glaube ich dir irgendwann nicht mehr, dass du ein Mensch bist. Ich kann dich nur außerhalb des Spiels, also im Launcher von Blizzard jetzt adden. Das geht nicht im Spiel selber. Im Spiel muss man dann irgendwas zusammen machen, glaube ich, dann geht das, wenn man irgendwie so ein Raid oder sowas angeht. Aber es gibt keinen Knopf für Freund hinzufügen im Spiel. Ist auch auf Titan, das ist gut. So, jetzt aber. Das, was der Geist hier sieht, das erkunden wir jetzt aber auch. Auch wenn es was länger dauert. Das sieht interessant aus. Boah, da habe ich jetzt aber dick was abgekriegt. Die Gefallenen wollten das wohl mit einer Kette verschließen. Netter Versuch, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir so die Chance schlagen. Bomb euch weg mit meinem Granatwerfer. Nervt mich bloß nicht. So. Okay, das hier wollten die mit einer Kette irgendwie versehen. Gut. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe. Ich versuche die beiden mal zu adden, ob wir die dann im Spiel auch sehen, die hier gerade mitchatten. Also, mal gucken, ob das so interaktiv funktioniert. Ich gehe also hin, gehe in den Blizzard Launcher. Ich bin zwar immer noch im Spiel, aber man kann ja hier so wechseln. Und dann Freund hinzufügen. Diesmal mit dem Battletech. Lepex. Raute. 2130. Und senden als Garion. Ja klar. So, jetzt kriegt er die erste Freundschaftsanfrage. Und Manuel schreibt 24389. Aber Manuel, nur eine 24389 reicht ja nicht, Manuel. Ich bräuchte dann auch deinen Namen mit der Raute davor. So.
So, Maxi, wenn du weiter mit dem PS4 schreibst und immer weiter das Gleiche, ne, dann werde ich dich gleich mal auf Blockieren setzen. Du musst schon was Vernünftiges schreiben. So. Hier war was zu erkunden. Habt ihr das gesehen? Da. Ih, die Würmer. Jetzt wissen wir, was es ist. Sie erzählt uns jetzt was drüber. Scheint, als würden diese schwebenden Steine Orte markieren, an denen die Schar die Grenze zwischen ihrer und unserer Welt geschwächt haben. Ich wette, all ihre seltsame Magie kommt von Orten wie diese. Aha. Jetzt wissen wir mal ein bisschen mehr. Nicht schlecht. Und jetzt geht's dann auch weiter. Gehe nach draußen zu den Umwandlern, um eine manuelle Reparatur vorzunehmen. Okay, das kriegen wir hin. So. Ja, Manuel, du kannst gerne hier hinkommen, aber dafür müsste ich jetzt deinen kompletten Battletech wissen. Also nicht nur diese 2-4 so und so viel, sondern auch den Namen davor mit der Raute. So, X, Raute, Nummer. So ist Battletech aufgebaut. So. Ziemlich viel Lauferei hier, ne? In Destiny. Na komm, die Etage nehmen wir mal so. Die nächste auch. Tada! Da sind wir. Gut, nach dem Kampf kriegst du auch eine Freundschaftsanfrage. Danke für dein Battletech. Na. So, alle schön einzeln weghauen hier mit dem Scout-Gewehr. Scout-Gewehr gefällt mir am besten. Das ist so ein Mix zwischen Maschinengewehr und Sniper. Oh, da hinten ist ganz schön mal gebacken. Boah, guck mal, ist da ganz hinten, wo man sie gerade noch so erkennt, kann das Ding. Naja, gut. Doch, es hat kaputt gemacht. Das auch. Das ist eine schöne Waffe. Okay, haben wir denn jetzt hier? Ja, würde ich sagen. Dann kann ich ja jetzt gleich adden. Hier in dem Raum add ich. Na, schon wieder. Naja, gut, man kriegt sie nicht kaputt, wenn sie schon aktiviert ist. So, dann add ich noch die nächsten. Also, ein Wildjäger. Aha. Und, ne? 2, 4, 3, 8, 9. Senden wir dem auch mal eine Freundschaftsanfrage. Ich spamme hier gerade die ganzen Battle.net-Leute voll. So, jetzt müsst ihr da auf jeden Fall irgendwelche Freundschaftsanfragen kriegen und dann passt es ja erstmal. So, jetzt haben wir da unten so ein Chatfenster im Spiel. Das ist die Frage, wie ich da hinkomme. Ich habe ja gar keine Maus irgendwie. Wie kommt man denn jetzt an das Chatfenster? So, ne? Oder? Ne. Ich brauche eine Anleitung. Wie kann man dieses kleine Chatfenster unten rechts markieren oder aktivieren? Ich weiß es nicht. Das ist schon faszinierend, oder? Man muss echt diese Kleinigkeiten erstmal alle kennen von dem Spiel. Da ist auf jeden Fall irgendein Chat-Icon. So. Wir kämpfen uns langsam vor zu diesen Energiekonvertern. Ist da Strom auf dem? Sieht ziemlich hell aus. Boah, die fallen und wie die fliegen, ey, korrekt. Geile Waffe. Die Waffe will ich jetzt immer haben, nur immer ein bisschen stärker. Okay, mit Schutzschilden, da sollte man immer die Lilane nehmen, die Energiewaffe. Das ist in meinem Fall die Pistole. Oh, die bomben sich da gegenseitig weg, das ist schon mal schön. Die sterben alle. Da ist wieder was Grünes gedrückt. Geh mal näher ran. Dann wird's lustiger. Auf T für Text. Ja, das hört sich interessant an. Ich glaube, das war gar nicht mal so blöd, der Einwand. Drück mal auf T. Ha! Wildjäger! Sehr schön. Du hast mal was geschrieben.
Voice-Chat trete ich nicht bei. Nein, nein, nein. Voice-Chat machen wir jetzt nicht. Das ist zu übertrieben. Andere hier quatschen lassen in meinem Video, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Man weiß nie, was da kommt. Seid mir nicht böse. Ist nichts gegen euch, aber... Genau. So, kann es sein, dass mein Bild weg ist? Dass man mich gar nicht mehr gut sieht jetzt hier? Ja, ne? Es hat sich hier durch den Voice-Chat irgendwas aufgehangen. Moment. So, jetzt müsste es eigentlich wieder besser gehen. Da gab es jetzt gleich gerade mal so ein bisschen einen Szenenwechsel hier bei meinem OBS, so heißt das. Und ich sehe gerade die ganze Zeit, dass ihr gar nicht die Waffe sehen könnt, die ich benutze. Moment. So. Jetzt ist der Chat viel besser platziert. Jetzt seht ihr auch mal, was ich für Waffen habe und für Munition und sowas. Ja, nee, in den Chat, in den Voice-Chat mache ich nur ohne Stream. Außer ich kenne die Leute schon was länger, dann mache ich das, dann ist das kein Thema. So, dann gucken wir mal. Wen haben wir denn jetzt hier in der Liste im Spiel? Da hat mich doch schon einer angeschrieben. Jetzt langsam aber sicher lerne ich das Spiel immer besser kennen. Da ist der Wildjäger. Guckt und in Klarnamen Nachricht schicken. Ist aber, wie es aussieht, nicht gerade im Spiel. Genau. Und der andere hat mich noch gar nicht abgenommen, wie es aussieht. Der Yuma Studio Lepex. Den sehe ich noch gar nicht hier. Doch da, Lepex, klar, hier oben. Ach, jetzt sehe ich es. Okay. Inspizieren. Gucken wir doch mal, was er so hat. 93. Ein Jäger, Exo. Aha. Schick. Du guckst mir zu. Das ist ja noch... Oh, Löwenherz. Die sieht gut aus. Automatikgewehr. Der Helm sieht lustig aus. So ein bisschen wie von Star Wars. Und was kann man jetzt noch machen? Details. Einsatztrupp beitreten. In Einsatzgruppe einladen. Freunde und Fanspieler. Clan ansehen. In welchem Clan ist er denn? D2 Lama. Provisorischer Clan. Verrückt, aber doch schlau. Wir machen das. D2. Okay. Jo, ne? Finde ich gut. Und Wildjäger scheint auch in keinem Clan zu sein. Ich kann aber auch nicht einladen. Das ist faszinierend. In Clan einladen. Aha, so kann man einen einladen. Ich lade einfach mal Lepex ein. Einfach mal gucken, wie das so läuft. Clan-Einladung abgeschickt. Erfolg. Wir lernen immer mehr von Destiny. Leshy ist auch da. Der ist aus meiner Gilde von... In meiner World of Warcraft Gilde. Nexus der Kraft heißt die. Jo. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Was war das für ein Gekreische? Was sind das für Viecher? Wer? Was steht denn da drauf? Boah, was geht ab? Verfluchter Leibeigener. Sind das die, die auf einen zukommen und platzen? Die Suizidviecher? Guck mal, wie schön. Die sind wie Domino so. Bam. Ach so, ja, ich kann dich in Einsatztrupp einladen. Yuma Studio, Lepex. So, Moment. Ich muss jetzt erstmal überleben gerade. Ich habe gerade hier ein bisschen Probleme. Kommen denn auch welche von hinten? Eieiei. Einladung erhalten. Du hast eine Einladung für einen Einsatz von Lepex erhalten. Um Details anzusehen. Titanmond von Saturn. Ne, wir machen das andersrum. Wenn, dann kommst du in meinen Einsatztrupp. Nicht, dass wir dann... Also, Wildjäger zählt die Anzahl von den Schneebällen besiegte Gegner. Aha, okay. In Einsatztrupp einladen. Und bei Lepex machen wir das auch. In Einsatztrupp einladen. Mal gucken, wie das jetzt so läuft.
Weiter geht's. Stelle fest, was mit den Umwandlern nicht stimmt. Einiges haben wir hier schon aufgeräumt. Ihr seht also, auch sozial kann man hier in Destiny mit anderen Spielern spielen. Ist ja fast wie ein MMORPG hier. Voll der Hammer. Nur als Shooter. So mag man das. Toll. Letzter Schuss. Na gut. Sterbt. Wie ist das denn? Werden die Gegner jetzt stärker, wenn mehr Leute in einem Einsatztrupp sind? Oder nicht? Wir sind bei den Konvertiererplattformen. Okay. Überprüft, was die Kolben blockiert. Sobald sich wieder alles bewegt, können wir weitermachen. Was für Riesenkolben. Guckt euch das Ding hier mal an. Ach so, dadurch, dass die Wellen das dann hoch und runter tun, wird innen drin Strom erzeugt. So läuft das. Das war zu knapp. Ja, schade. Da hätte ich doch vielleicht ein bisschen mehr Anlauf nehmen müssen.